Vor allem 30 für einen. Was ist das für ein High-Quality-Stock? Okay. Ich dachte, ich krieg vielleicht 10 oder so. Aber nein, denkst du, ein Stock, das sollte schon reichen für den kleinen Penner da. So, bist du jetzt da? Ja, okay. So, dann müssen wir jetzt nur noch auf die Omi warten. Und uns ungefähr hier hinstellen. So, jetzt muss ich mal kurz nachdenken gehen. Bis die Omi kommt, haben wir noch ein bisschen Zeit. Also, wir können hier noch die Fee machen. Weil dafür müssen wir die Fee haben. Wir können noch das Spiel von den Dekus machen. Aber brauchen wir natürlich den Deku. Hier haben wir sonst alles. Im Westen können wir noch den Schwertmeister machen. Aber da brauchen wir das Schwert. Wir können noch... Kann ich das Minispiel von dem Postboten machen? Oder? Ich kann mir halt nie merken, wann die Zeit ist für das Minispiel vom Postboten. Guck mal eben. Ich glaube, es ist vor 6 Uhr. Oder ist das jetzt? Das ist sogar jetzt. Probieren wir es einfach mal. Ja. Genau 10 Sekunden. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10:35. Nah dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 10, 8. So close. Ich muss halt 10:0 genau machen. Auf die Hundertstel Sekunde genau. 10. Wieder 35. 10. Yes! Genau 10 Sekunden. Für einen Skulpula. Das Spiel ist selbst mit Maske noch schwer. Oh, dann haben wir damit noch mal ein bisschen Zeit vertrödelt. Ein Herzteil gibt er sonst normalerweise. Und wenn du die Hasenohren trägst, siehst du halt, wie der Counter drunter zählt. Deswegen ist es da ein bisschen einfacher. Aber wenn du einfach auf OBS auf deine Zeit guckst, wie lange du schon streamst, dann ist es ein bisschen einfacher, weil ich dann zumindest plus minus eine halbe Sekunde hinbekomme. Der Rest ist dann so ein bisschen Gefühlssache, weil... Ich glaube, das Schwerste ist wirklich, die 10 Sekunden runterzuzählen, ohne halt zu schnell und zu langsam zu zählen. Dementsprechend konnte ich mich an meiner Live-Zeit orientieren, weil der zählt halt auch in den Sekunden runter. Dass ich zumindest diesen Takt von alle eine Sekunde hinbekomme und dann... Deswegen war es immer so knapp, so nur ganz knapp drüber. Ey, wer von euch hat das nicht früher mit einer Stoppuhr gemacht? Ich habe früher, als das zum ersten Mal gespielt habe, wirklich mit einer Stoppuhr daneben gesessen. So die richtig alten Stoppuhren mit diesen Kordeln, die man hatte, die so die Sportlehrer immer haben. Saß ich daneben. 2, 3, 4, 5. Ah, 10. Nein, daneben. Okay. West. Die Maske in der Nacht halt irgendwann, aber die ist eh sehr viel später. Wobei? Ich überlege halt, wenn man nochmal an die Maske der Nacht rankommt. Oma retten? Und Kafeis... Ne, ich muss gar nicht Kafeis Quest machen, ne? Ich muss nur die Oma retten und dann in der dritten Nacht ist da die Maske der Nacht, ne?
Ja, retten und dann letzte Nacht. Jo. Dann können wir uns die auch nachher noch angucken, was da ist. Jo. Gut, dann die Bank muss ich noch ein bisschen einzahlen. Oma? Da ist die Oma. Perfekt. Ich glaube, ich habe es echt wirklich geschafft. Genau in dem Moment, als die Oma reinkam, bin ich rausgelaufen. Also richtig göttliches Timing. Klappt das? Nein, klappt nicht. Na gut, dann halt so. Ich weiß ja, was das ist. Was die Belohnung ist. Er ist einfach komplett in seine Einzelteile zerfetzt worden. Ja, keine Bombbags. Oh! Ich krieg aber auch keine Belohnung dann. Hm. Und wenn ich Sarkon töte, kann er halt auch nichts Neues bringen, ne? Hm. Nun. Dann muss ich doch warten, bis ich mein Schwert kriege, bevor wir das machen können. Dann halt doch keine Maske der Nacht. Beziehungsweise keine Bombenmaske jetzt. Nein. Ich habe ihn leider getötet. Das dachte er sich dann auch. Gut, Kaffees Quest können wir eh noch nichts machen. Hier im Osten können wir, glaube ich, auch erstmal sonst nichts weiter machen. Was macht ihr eigentlich hier auf? Macht? Ne, jetzt sogar schon. Cool. Hättest du den mal zwischen die Beine getreten. So, spielen wir ein bisschen Bombskitball. Das noch getroffen hat. Na, beschleunigst du jetzt? Ich wollte gerade sagen. Vier sind das genau, ne? Oh gut, das hat gezählt. Zu schnell. Und der letzte noch. Und der letzte noch. Nice. So. Hierfür. Mhm. Dann gehen wir ein bisschen was von dem Geld einlagern. Wie viel gebe ich mir denn für den letzten Versuch? Drei? Ach, drei sollte reichen. 30 Rubinen lasse ich mir über, den Rest lagern wir eben ein. Dann machen wir das letzte Mal noch Liebling und Schätzchen und dann verlassen wir endlich mal die Stadt. Gucken mal, was wir sonst noch kriegen können. So, ich möchte gerne 69 einlagern. Yay, ich krieg seine Liebe, weil ich ihm Geld gebe. Schön. Kann man die Ananas mit Pfeil und Bogen bekämpfen? Lass mich das mal ausprobieren. Mein Pfeil und Bogen sind ja prinzipiell auch recht stark. Kann man auch sicher auch guten Schaden theoretisch mitmachen. Nun.
So viel dazu. Aua. Dann gehe ich einmal kurz Richtung Romani Ranch und guck mir an, was der Tingle dort so im Angebot hat. So ein Schwert wäre, also das Schwert wäre richtig hype, wenn wir endlich mal eins kriegen. Moment, Bruder, kann ich eigentlich auch nichts machen? Da kann ich auch noch nicht hin. Dingle! Dong! Hallo, guter Mann. So. Bombschuss! Immerhin. Und Pfeile natürlich mal wieder. Ich nehme die mal mit, einfach nur, damit ich sie schon mal im Inventar habe. Hab ich eigentlich schon mal, ich habe sicher schon mal davon erzählt, wie ich Tingles Spruch im Deutschen halt immer falsch verstanden habe. Und da sagt er immer, es ist Tingle, Tingle, Kululimpa. Und das sind irgendwie seine Glücksworte und stehlen sie nicht. Dass wir halt seine Wörter halt nicht klauen. Und ich habe das eine Sie halt überlesen immer als Kind und habe immer gedacht, der meint zu mir, stehlen sie nicht. Dass ich halt eben kein Dieb sein sollte. Und habe mich als Kind immer gefragt, warum? Also, ja, offensichtlich, aber warum sagt er mir das? Selbst Tingle verkauft kostenlose Pfeile. Ja, das ist das Meme in diesem Run einfach. Überall gibt es Pfeile. Jeder verkauft Pfeile. Aber eigentlich kann ich die einfach gratis kriegen. Wenn wir ganz ehrlich sind. Jetzt habe ich nur Geld für einen Versuch. Dann muss ich es halt leider first tryen. Du sollst kein Dieb sein, damit du nicht wie in Leaks Awakening irgendwann Dieb genannt wirst. Ja. Das ist das Allerbeste. Wenn du einmal was klaust, hast du einfach dauerhaft Dieb in Leaks Awakening. Die exposen dich einfach alle, ne? Du steckst einmal sowas ein und alle sofort. Na, wie geht's dir, Dieb? Vor allem in Full Caps, ne? Ach, heute ist doch echt ein schöner Tag, findest du nicht auch, Dieb? Ah ja, und der Ladenbesitzer nimmt euch dann noch das Leben, wenn ihr ihn nochmal besuchen geht. So, dann einmal noch mit Pfeil und Bogen. Ach, das ist jetzt teurer. Nee, okay, kostet immer noch 10. Ja, ihr habt das nicht getroffen. Hallo? Man kann übrigens ein bisschen cheaten, indem man die einfach anschießt, dann reden die. Und währenddessen läuft die Zeit halt nicht weiter. Und man kann aber weiter schießen. Yo, geh mir aus dem Weg. Ich bin zu blöd, das eine Ziel zu treffen. Als ob das nicht mehr ge... Oi? Ah, ich habe eins übersehen. Ich dachte, das wäre das letzte. So viel zu First Ryan. Ich muss noch mal ein bisschen Geld holen.
Jan versucht hier erstaunlich viele Probleme durch das Abschießen von Leuten mit Pfeilen zu lösen. Leute sind manchmal ein bisschen geläufiger, wenn sie einen Pfeil im Arsch stecken haben. Just saying. Ich meine, ein bisschen Geld rausbekommen. Ich muss mich halt leider erst noch an die Steuerung gewöhnen, deswegen, ne? Ihr wisst ja, Testversuch. So. Viel Zemoiden-Ninja aus Gintama, man. Ist der Hanzo? So ein typischer Ninja-Name? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich ist ewig her, dass ich Gintama gelesen und geguckt habe. Irgendwann wurde mir die Story leider zu ernst und dann habe ich es nicht mehr so cool, wie als es nur noch pur random war. Andere so, ja, ich möchte eine ernste Story und nicht diese komische Randomness. Und ich so bei Gintama, ich möchte die Randomness, das hat das gerade ausgemacht und nicht die ernste Story. Einmal so im Flow drin sein, ne? Jetzt bin ich aus dem Flow raus, wie man sieht. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Können wir nochmal von vorne anfangen? Ja! Sollen nur die beiden jetzt noch sein? Geht doch. Meine Güte. Habe ich jetzt eine Flasche bekommen? Sehe ich das richtig? Nein. Ich habe eine Fee bekommen, die in einer Flasche gewesen wäre. Hätte ich eine Flasche. What? Nun. Worth it. Total. Ja, dann sind wir mit Unruhstadt erstmal fertig. Habe ich hier nichts weiter sonst, was ich, glaube ich, holen kann. Nach aktuellem Stand. Also verlassen wir die Stadt. Im nächsten Zyklus. Den einen Rubin lasse ich aber noch hier. Ich muss aber Geld mitnehmen für die Schießbude im Sumpf. Pfeile, holen uns ein bisschen Geld und dann ab zum Sumpf. Immerhin haben wir keine Geldprobleme, dadurch, dass wir jedes Mal eigentlich safe potenziell 200 Rubine uns am Anfang holen können. Ist das schon echt geil. Und die 30 Pfeile am Anfang sind auch super praktisch. Um uns wenigstens irgendwie wehren zu können. So. Ist das schon mal...
Tingel im Sumpf. Den Tingel. Stimmt, den Tingel im Sumpf können wir auch noch holen. Vielleicht hole ich auch erst den Tingel im Sumpf. Und guck, was der vielleicht hat. Still waiting for my sword. Und ein Schild wäre eigentlich auch ganz cool. Schon, ja. So. Wir sind gut bewaffnet. Los geht's. Wir verlassen die Stadt. Jetzt aber wirklich. Ich hatte halt die Hoffnung, dass wir wirklich eine Flasche bekommen haben. Werde ich mal ausprobieren können, was passiert, wenn wir mal eine Kuh melken. Was wir da bekommen. Das müsste, glaube ich, auch verschiedene Items sein. So. Ist das hier ein Sammelcenter? Brauchen wir. Ja. Da oben. Kann ich leider nicht erkennen, was da oben wäre. Einmal hochklettern, bevor noch die andere Fledermaus kommt. Ich kenn's immer noch nicht. Oh, eine Skulltula. Na gut. Da ist auch noch was drin. Also man muss sagen, die Welt hat ihre Masken sehr gut versteckt. Dass wir noch keine einzige gefunden haben bisher. Eins wacken. Ist einfach so ein Schlüssel aus ihrem Euter. Das wäre sehr seltsam. So, Tingel. Hast du neues Zeug? Was kannst du mir bieten, Junge? Aber du bist gar kein Junge mehr. Du bist ja 35 oder so. Piece of Heart. Oder Milch. Dann nehme ich das jetzt. Dann auf zur nächsten Schießbude. Sounds like fun. Kann ich die Töpfe denn eigentlich auch kaputt machen? Sind die eigentlich schon mehr Geld drin? Ach nee, oben war das, ne? Ja, hier ist immer viel Geld drin. Wie war das hier nochmal mit dem Rekord? Wie viel muss ich denn hier nochmal schaffen? Sagt er mir nicht, okay. So weit entfernten zu treffen, ist echt. Okay, das war einfach den Weg gelaufen, der Dude.
Rechts, rechts. Da. Reicht das? Nein. Noch besser. Muss rechts? Nee, links. Der sich davor geschmissen hat. Manchmal, ne? Eine Sache so zu treffen, ist echt unmöglich. Als ob der jetzt den Baum... Meine Güte. Treff ihn! Meine Güte. Immer noch nicht! Wie viel muss ich denn da bitte treffen? Wie viele Punkte muss ich da machen? 2000? 2000?